Zum Glück erwische ich dich. Ich habe eine persönliche Bitte. Ein Rekrut, an dem ich dran bin, steckt in Schwierigkeiten. Guter Junge, aber etwas hitzköpfig und hält sich irgendwie für einen einsamen Rächer oder so. Red weiter. Connys kleiner Rächerfreund hat einen Albion-Trupp untersucht, der für Clan Kelly Ziele erledigt haben soll. Hat mir eine Adresse genannt, falls er sich nicht mehr meldet und, tja, so ist das. Retten wir den Rächer und bringen die Sache für ihn zu Ende. Es gibt da 4 Terminals mit Daten über diesen Albion-Killer-Trupp. Da soll ich auch seinen Aufenthaltsort finden. Transfer abgeschlossen. Transfer abgeschlossen. Transfer abgeschlossen. Anweisungen folgen. Transfer abgeschlossen. Albions Arrangement mit Clan Kelly ist jetzt bekannt. Und ich habe den Rächer lokalisiert. Wer auch immer er ist, Albion wird ihn sicherlich ansehen. Albion hat in seinen Fesseln ein elektronisches Nervengift platziert. Wenn du sie ihm abnimmst oder ihn bewegst, bevor das deaktiviert ist, wird das Gift freigesetzt und bums, ist der Rächer tot. Verdammte Scheiße! Setzt sich auch schnell zurück. Wenn du ihn also befreien willst, musst du die Zündsteuerung zur selben Zeit hacken wie die Fesseln. Fesseln entfernt. Sehr gut. Bring ihn hier raus, damit er auch in Zukunft noch versagen kann. Der Rächer ist in Sicherheit. Ich habe den Albion-Killer-Trupp zu einer Reihe Fahrzeuge verfolgt, die mit demselben Nervengift versehen sind, wie es Albion bei unserem Freund hier angewendet hat. Ausschwärmen, findet die Verdächtige! Drohne, Suchprotokoll initiieren! Mal sehen, wie schnell du fährst. Schuld.
Fahrzeuge sind in der Nähe. Wenn du sie startest, bleibt die nur kurze Zeit, bevor das Nervengift wirkt und du ins Gras beißt. Fahre die Fahrzeuge ins Wasser, um das System zu unterbrechen und das Gas zu neutralisieren. Gerade von meinem Rächerfreund gehört. Hab ihm gesagt, er soll herkommen. Dann gibt's was aufs Haus und einen auf die Schnauze. Das überzeugt ihn vielleicht, nicht mehr allein zu arbeiten. Oder es überzeugt ihn, dass er gratis saufen kann, wenn er sein Leben in Gefahr bringt. Nur so eine Idee. Das nenne ich mal Welle machen. Wir haben den Alvin-Killer-Trupp aufgedeckt und ihr Arsenal zerstört. Gute Arbeit.